Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Manoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Aber sowas schon. Er ist der Daniel und ich bin der Sascha. Und heute haben wir den 15. Januar und am 15. Januar haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das total berühmt ist. Ich mach dir mal ein ungefähres Zeichen. Wer könnte es sein? Hä? Warte mal. Ein Schauspieler? Nee, Sportler. Ach so, hier, Albatros, Michael Groß? Nee, René Adler. Ach so, René Adler. Ja, den hätte ich jetzt als letztes irgendwann gesagt, nachdem ich noch gesagt hätte, Skispringer, ich hätte Leonardo DiCaprio, ich bin der König der Welt. Ja, genau. Und so. Nee. Genau, Jens Weißflog, ja. Sven Hannawald, hätte ich alles gesagt. 15. Januar, 85, unser lieber René Adler, geboren. Gespielt in Bayer Leverkusen 2003 bis 2012. Hamburger war er ja noch. Und danach beim HSV bis heute sozusagen. Ja, immer irgendwie den Abstieg abwenden können. Hat man ja auch so ein bisschen gehasst, weil jedes Mal doch nicht abgestiegen und dann endlich abgestiegen. Ja. 2018. Hm. Halleluja, das wird aber auch Zeit. Ich habe gelesen, dass Olli Dittrich eine ganze Woche lang Trauerflor getragen hat. Ja? Ditsche, an der Stelle, herzliches Beileid. Ja, also nur wegen dir. Ja. Ansonsten, ach komm, wurde auch Zeit. Ja. Ja. Am 15. Januar war Kinostart in Deutschland, okay. Wohlgemerkt. Ja. Wir hatten schon mal ein ähnliches Thema, da war Kinostart Premiere in den USA grundsätzlich, ja, mhm, für den Film. Kinostart in Deutschland, Vom Winde verweht. Ah, okay. Clark Gable. Mhm. Und Cary Grant. Nee. Und die Scarlett O'Hara. Mhm. War das Scarlett O'Hara, war das der Filmname oder war das die Schauspielerin? Das war bestimmt ein Künstlername, wie kann man denn... Nein, ich meine, war das die Figur oder war das die Schauspielerin? Ich glaube, das war der Filmname. Nein, das war die Schauspielerin. War die Schauspielerin, ja, Scarlett, ja, O'Hara? Ja, meine ich aber schon. Wenn es jemand weiß, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ja, ja, genau. Aber jetzt frage ich mich gerade, wenn wirklich eine, wie kann es denn sein, dass ihre Eltern sie so genannt haben? Scarlett. Scarlett, komm, Essen ist fertig. Wenn die jetzt sie rufen, ist irgendwie, wie kann ich mein Kind Scarlett nennen? Clark, iss mit der Gabel. Ja. Ja, aber ist ja ein Amerikaner, ne? Ist blöd. Ja, ja. Da geht er witzig. Ja. Eat with the spoon. Am 15. Januar. Fakt des Tages. Fakt des Tages! Fakt des Tages! Wenn einer eine Schwester hat, ist er glücklicher und optimistischer als einer, der keine Schwester hat. Also ein männlicher oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Also Schwestern machen den Menschen optimistischer und glücklicher. Echt? Ja. Warum das denn? Das weiß ich nicht. Ich habe eine Schwester. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein soll ohne. Ja, weil du eine hast. Ja, okay, ich bin so optimistisch. Das ist ja kein Vergleich. Ich bin so glücklich. Stell dir mal vor, wie pessimistisch und wie unglücklich du wärst ohne. Hast du eine? Nein. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte eine. Ja. Wie krass wäre das? Ich bin ja schon optimistisch und glücklich. Wenn ich dann so eine Schwester... Stell dir mal vor, es gibt ja hier der Ray Garvey. Ja? Kennst du den Sänger? Mhm. Supergirl. Supergirl? Mhm. Supergirl. Das Supergirl. Genau. Der hat 7 Schwestern. Was ist denn da los? Ja, immer. Der läuft ja nicht, der fliegt ja, wenn er irgendwo reinkommt. Ja. Der spielt ja Lotto und sagt, ich gewinne heute. Jedes Mal. Logo. Ich gewinne heute, ich bin Optimist, ich gewinne heute, ich gewinne heute, ich gewinne heute. Auch wenn es nie der Fall ist, aber er sagt es halt. Aber der denkt immer, das gewinnt. Also der Ray Garvey ist, glaube ich, hier, schöne Grüße an Ray Garvey übrigens von hier aus. Wenn du zuguckst. Warum auch immer. Grüß mir deine Schwester. Ja. Das war der 15. Januar. Wir sehen uns morgen wieder am 16. Januar. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie.